Hallo und herzlich willkommen zum Teil 5 unserer Tormek Live Schärf Kurse. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang, steht glaube ich auch hier unten, und hier Matthias. Und ich bin also Country Sales Manager und habe das Gebiet Zentral- und Südeuropa. Und Matthias? Yes, my name is Matthias and I'm responsible for the Swedish market. Also er ist für den schwedischen Markt hier verantwortlich. Und hinter der Kamera haben wir heute Emma wieder dabei. Und ja, bevor wir anfangen, ein paar kleine technische Sachen. Wenn ihr Fragen habt, einfach, wenn ihr einen Computer habt, auf der linken Seite habt ihr das Live-Kommentarfeld, oder wenn ihr mobil arbeitet, habt ihr unten das Kommentarfeld. Einfach eure Fragen stellen. Wir werden zwischendurch einfach mal die Fragen auch dann beantworten. Das eine oder andere erklärt sich vielleicht auch durch die Vorführung heute. Und alles, was wir heute nicht schaffen, beantworten, dann ganz einfach. Danach legen wir wieder den Film direkt online, das heißt einfach wieder kommentieren unten drunter, und wir beantworten in den nächsten kommenden Tagen, so wie die Fragen reinkommen, beantworten wir auch die Fragen wieder. Rund eine Stunde wieder, vielleicht wird es wieder ein bisschen länger, weil wir haben eine Riesenmenge an Werkzeugen heute zum Schleifen. Matthias schleift heute und ich werde einiges dazu erklären, so ein paar Tipps und Tricks zur ganzen Sache. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, gleich in die Materie, weil man Zeit drängt ein bisschen bei der Anzahl von Werkzeugen und verschiedenen Vorrichtungen. Wir werden heute ganz einfach mal die Schalenröhren, die Spindelröhren, Profilröhren oder auch die deutsche Form hier als Schrubbeisen mit der SVD 186R, das ist also der Unterschied mit der kleinen Schraube, ist aber nicht unbedingt notwendig. Wenn ihr einfach die 186 habt, ist völlig ausreichend. Ältere haben vielleicht sogar noch die 185, funktioniert auch. Das einzige Problem ist bei den größeren, weil wir da einfach hier 36 mm haben und benötigen. Bei der alten Variante, bei der 185, das sind nur 25 mm. So, das ist halt da die Einschränkung, aber ansonsten funktioniert das. Dann gehen wir weiter und machen auch die ganzen Aushöhlwerkzeuge und Schaber und die kleinen Eisen gibt es in verschiedenen Formen. Hier ist jetzt ein runder, ist ein dicker, da gibt es dann auch dünnere, dreieckig, viereckig, tropfenförmig, in allen Formen. Die werden wir dann hier mit dem Zusatz zu 186er mit schleifen. Zeigen wir auch, wie das geht. Dann gehen wir weiter zur Schrubbröhre, die einfache englische Form im Vergleich jetzt zur deutschen. Die kann man ganz normal mit der SVS 50, allerdings dann mit dem offenen Sitz schleifen. Zeigt man auch, wie das alles funktioniert. Wenn man die SVS 50 nicht hat und auch keine Meißel braucht, was eigentlich fast unmöglich ist, könnte man die auch hier mit der SVS 38 auch mitschleifen. Die geht gerade rein, das ist kein Problem. Dann gehen wir weiter über die Meißel, gerade oder dann eben, wie gesagt, hier ein Ovalmeißel mit einer gespannten Form. Alles überhaupt kein Problem, können wir auch machen, zeigen wir, wie man das macht. Dann gehen wir auch weiter dann nochmal zu den ganzen Schabern, und die machen wir auch. Und zwischendurch haben wir eigentlich ganz frech vergessen, drüber gehopft, die ganzen Abstecheisen und so weiter. Die machen wir natürlich auch. Wenn wir noch Zeit haben, zeige ich vielleicht noch eine kleine Möglichkeit, dass man das auch außen schleifen kann, auf den Diamantscheiben bei den Meißeln. Da gibt es also auch noch eine Möglichkeit. Wenn wir es nicht schaffen, wir machen ein Spezial auch über Diamantscheiben, da werden wir das alles nochmal genau besprechen. Dann gehen wir einfach mal das, was für die Drechsler wichtig ist. Das TNT 808, das Wood Tourniquet oder das Drechsler-Paket. So sieht es aus, wenn ihr das bekommt. Schön in der Lade mit Köfferchen zum Tragen. Super aufbewahrt, oder ihr habt die Schleifstation, wo das natürlich da drin ist. Die Kiste kann man dann wunderbar für andere Dinge auch verwenden. Vielleicht machen wir mal einen Wettbewerb für alternative Anwendungen, wer es nicht direkt braucht oder in der Werkstatt eben aufhängt, manche. Ja, da gehen wir gleich mal rein ins Paket. Ich habe hier eins aufgepackt. Das zentrale Teil ist einfach hier auch die Woodturners Instruction Box. Da liegt einfach auch mal das Handbuch drin, das alle Jigs, die drin sind, hier erklärt, und Vorrichtungen.
auch in verschiedenen Sprachen. Dann nochmal die Tabelle, hier haben wir die Profiltabelle, eben auch auf Deutsch. Und da kommt einfach unser zentrales Thema, worum es sich dreht bei den Drechselwerkzeugen, die Rezeptur. Und das sind immer drei, manchmal auch nur zwei Parameter, die wir hier stehen haben. Hier haben wir die verschiedenen Werkzeuge, Schalendrehröhren, Profilröhren und auch die Schrägmeißel mit den verschiedenen Profilen. Das sieht dann also so aus, wenn man das gegenhält und sieht, wie das Profil aussieht. Die kleine gestrichelte Linie ist also die Innenseite von der Flut, also von innen drin, und das helle ist von der Schleifphase. Dann auch die Gradzahl, dass man weiß, welchen Grad man hier vorne hat, und die Einstellung und hier hinten Erklärung, für welche Arbeiten und Vorgänge der Schliff am besten geeignet ist. Und das Ganze wird dann hier entsprechend im Handbuch, was sehr detailliert ist, nochmal in Bildern erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das ist wirklich ausführlich. Und dann haben wir natürlich das nochmal, die DVD dabei. Und wer kein DVD oder Blu-ray-Player hat, der kann im Prinzip die ganzen Filme auch auf YouTube anschauen. Es ist auch nochmal erklärt. Oder natürlich jetzt heute, was wir alles erklären, ist das in Kürze nochmal auch als Film da erhältlich. Dann haben wir hier drin, legen wir das auf die Seite, so eine Maschinenabdeckhaube. Staubt ja ein bisschen in der Werkstatt, dass man ganz einfach die Maschine staubfrei halten kann. Das ist also auch dabei. Dann das Herzstück mit zur Rezeptur, unabdingbar, ist einfach die TDS 100. Die Erklärung dazu, genauso auch in verschiedenen Sprachen hier auch nochmal und ganz deutlich erklärt alles, wie es funktioniert. Das nehmen wir auch gleich raus, das benötigen wir. Das liegt alles gut hier drin. Die stellt uns automatisch den Winkel und den Abstand einfach zu den Werkzeugen im Verhältnis zur also Universalstütze und Stein ein. Das legen wir gleich mal raus, das werden wir nämlich nachher benötigen. Dann, ganz wichtig, schon benutzt, wie ihr seht, schraubt man nachher an die Maschine zum Abziehen, weil die Profilröhren ja den Schleifgrad auf der Innenseite bekommen. Und dazu brauchen wir diesen Zusatz. Dann haben wir natürlich auch einen kleinen Marker hier, der auch recht wichtig ist, um ein paar Notizen zu machen, beziehungsweise hier einfach die Rezeptur, die Einstellungen hier aufzuzeichnen und dann entsprechend hier auch am Werkzeug anzubringen ist, damit ihr einfach alle Einstellungen schnell zur Hand habt, die Parameter, um einfach einen perfekten Schliff hier vorne hinzubringen. Das erleichtert natürlich die ganze Arbeit und das Schleifen viel schneller und vor allen Dingen wenig Materialabtrag, gleiche Schleifphase, keine zweite Phase, kein Rumexperimentieren. Also so eine Röhre macht ihr mit Einspannen, mit allem drum und dran unter 30 Sekunden. Und ich meine, schneller kann man es nicht machen und vor allen Dingen bei minimalem Abtrag, das kostet auch Geld. Ihr wollt ja nicht unnötig viel abschleifen. Dann gehen wir weiter. Unser SVD 110, das ist der Toolrest, unsere einfach Ablage, die universell einsetzbar ist. Hier verwenden wir es natürlich dann zusammen mit unseren Schabern. Aber man kann also die sich umbauen. Manche habe ich schon gesehen, die haben sich Löcher reingebohrt, gewisse Anhalterungen gemacht. Also es ist wirklich super flexibel einzusetzen. Dann haben wir hier, was wir für die Meißel brauchen, mit dem geschlossenen Sitz, die SVS 50 mit dem sogenannten entschlossenen Sitz. Und das wird einfach ausgetauscht hier, wenn man das aufschraubt. Das ist also unser Multifunktionscheck. Setzt man den offenen Sitz hier ein, schraubt den einfach unten fest und klar ist es mit der zweiten Schraube oben drin. Kann man dann die Werkzeuge festklemmen. Das ist also die SVS 50. Ich mache das mal wieder, leg's mal so zurück. Matthias wird es nachher gleich benötigen. Dann haben wir hier die SVD 186. Unterscheidet sich von der 85, wenn Sie die noch haben sollten. Früher haben Sie hier einen Imbusschlüssel gebraucht, jetzt haben Sie ein Schräubchen mit einer Rasterfunktion. Können das sauber von 0 bis 6 in Positionen hier einstellen. Und die Fixierungsschraube, dass es einfach sich nur dreht und nicht hin und her rutscht. Das haben wir nämlich, wenn wir das hier aufmachen, das braucht man dann nachher, um das rauszunehmen, um die SVS 00 hier reinzusetzen, 05, Entschuldigung,
die SV05. Das ist der Adapter für die Schabe und die Ausholwerkzeuge und die Klingen. Das werden wir kaum benötigen. Das ist mehr im Schnitzbereich für die Geißfüße, weil man einfach dann die Position fixieren kann, damit sich das nicht bewegt. Aber zum Drechseln eigentlich nicht relevant. Ja, das haben wir hier. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Maschine. Montiere das auch gleich mit drauf auf die Außenseite von der Lederscheibe. Dann nimmt man einfach die Schraube ab, setzt die hier ran. Sollten Sie also mehrere andere Profile haben, Sie können locker einen zweiten Satz hier außen ansetzen und das verlängern. Das hält die Maschine auch locker aus. Also das zu verlängern, das geht auch. So, heute arbeiten wir mit der T8. Einfach aus dem Grunde, weil sie ein bisschen größer ist, vom Filmen her einfacher ist. Aber alles, was wir heute zeigen, ist genauso analog anwendbar auf der T4 oder in den älteren Modellen T3. Hier genauso als auch T4, T7 Rondazus oder die 2000 oder ältere Maschinen mit dem größeren Steindurchmesser von 250. Und heute haben wir auch gewählt unsere Diamantscheibe. Das ist jetzt die, ich drehe es mal kurz rüber Richtung Emma, dass sie mit der Kamera drauf kann. Das ist die Fein 250, das heißt Körnung 600, ist als super, als Anschliff für, also auch den Feinschliff brauchen Sie nicht feiner gehen, außer Sie haben wirklich feine Werkzeuge. Und dann kann man rübergehen, da haben wir die hier unten, das ist die extra Fein, die hat eine Körnung von 1200. Das ist also wie gesagt nur für jemanden, der feinere und kleine Werkzeuge hat. Aber das ist hier völlig ausreichend und für die Werkzeuge zum mal einen generellen Grundanschliff ranzubekommen, wenn man die Werkzeuge kauft, die sind total ja im Prinzip nicht zentriert oder zentrisch oder also die Symmetrie und Geometrie stimmt nicht und manchmal auch einfach nur ganz ja, gerade angeschliffen oder mit unterschiedlichen Winkeln. Die muss man sich natürlich je nach Verwendungszweck einmal umformen. Oder wenn es mal komplett abgebrochen ist, habe ich auch schon gesehen, runtergefallen ist, viel Material weg muss, dann kann man einfach hier die Diamantscheibe DC 250 hernehmen, das ist eine Körnung von 360. Die ist also nicht zum Schleifen gedacht, die ist eigentlich nur zum Formen und Umschleifen gedacht. Und da kommt einfach jetzt bei den Diamantscheiben der Riesenvorteil hervor, dass ich, wenn ich zwischen den verschiedenen Scheiben arbeite, hier in den Einstellungen nichts verändern muss, weil der Durchmesser immer gleich ist. Vor allen Dingen, wenn ihr viele Röhren schleift zum Beispiel oder auch Profilröhren oder Schrubbeisen, die rund sind, beim Stein kriegt ihr irgendwann mal eine Vertiefung rein. Und dann kommt ein Meißel, da müsst ihr erstmal abziehen. Das braucht ihr hier nicht, weil es bleibt immer schön gerade und der Durchmesser ist halt auch gleich. Es verändert sich nichts. Riesenvorteil mit dem Adapter, den haben wir hier hinten, den MB100 mit dem Multibase, kann ich dann auch theoretisch, jetzt wenn ich das hier reinsetze, in verschiedenen Positionen, hier Rasterfunktion, auch hier außen, ups, im Prinzip, ihr seht, hier kann ich hin und her gehen, rein, raus, an die Außenseite ran, weil die ist auch beschichtet und kann da theoretisch auch mal einen Meißel draufschleifen, wenn ich mal ganz schnell sein will und einen komplett flachen Anschliff haben möchte, ist das machbar. Aber darauf gehen wir dann, wenn wir Zeit haben, noch ein oder wir machen das dann speziell im Special machen mit den Diamantscheiben. Ja, für die, die keine Diamantscheibe haben, kein Problem, wenn sie ab und zu mal drechseln, einmal im Monat oder einmal im Quartal, reicht der völlig aus, der normale Standardstein, der dabei ist. Das ist ein Aluminiumoxidstein, Körnung 220. Der geht genauso, um HSS-Stelle zu schleifen. Der einzigste Nachteil ist einfach, er nutzt sich ein bisschen schneller ab. Das heißt, er verformt sich auch schneller. Das heißt, er bekommt einfach die Vertiefung rein und dann muss ich einfach wieder öfters abziehen. Hab den Vorteil aber mit einem, wo haben wir ihn hier, unten drin, SB650 auch die Oberfläche zu bearbeiten. Das heißt, ich kann den mit der feinen Seite mal feiner machen, bis auf 1000 Ronde oder einfach mal mit der groben Seite gerne mal über die Kante ziehen, aggressiver gestalten. Dann wird der Stein wesentlich aggressiver, nimmt auch ein bisschen mehr weg. Das gleiche gilt für
den Blackstone. Der ist verschwunden. Matthias hilft gerade. Das hätten wir vorher auch machen können. Jetzt haben wir den hier. Letztes Mal war er noch an der Chefstation. Super, danke. Das ist das, was wir euch davor empfohlen haben und auch nach wie vor auch empfehlen. Wer jetzt eben kein Metall auf Metall möchte, sondern klassisch Metall auf dem Stein schleifen möchte, das ist aus Silikonoxid, also Silikon, und ist einfach ein bisschen aggressiver. Körnung gleich 220. Verformt sich nicht ganz so schnell, nutzt sich auch nicht ganz so schnell ab jetzt wie der Standardstein. Das ist also da, wenn man viel mehr oder mehr drechselt, die bessere Alternative. Wer aber dann allerdings relativ oft drechselt, ist vielleicht die Überlegung, doch dann auf den Diamant mal rüber zu wechseln. Dann möchte ich dann vielleicht noch eins dazu sagen. Die Fragen kommen öfters. Kann ich die Diamantscheibe abziehen? Auf keinen Fall. Auch den SP650 nicht verwenden. Die Diamantscheibe ist so, wie sie ist. Also das benötigt ihr nicht und dürft auch nicht verwenden. Genauso wenig wie jetzt den Diamantabrichter hier, die TD50. Keine Chance. Wenn ihr das einmal macht, dann könnt ihr die direkt in den Mülleimer schmeißen. Aber ein kleiner Tipp für jemanden, der den Blackstone hat und jetzt Meißel schleift. Er hat sicher schon bemerkt, dass er dann, wenn er ihn abziehen will, mit der Universalstütze hochgehen muss und hin und her geht, dass er immer wieder neu einstellen muss. Und beim Meißel reicht ein Zehntelsmillimeter, dann ist schon eine zweite Phase drauf, dann ist es ein bisschen wieder fein einstellen, wieder ein Thema. Er kann sich aber das sparen, wenn er sagt, okay gut, ich investiere ganz einfach in eine zweite Universalstütze, montiere mir die hier oben. Und wenn ich merke beim Schleifen, der Stein ist nicht mehr richtig aggressiv, gehe ich ganz leicht und ziehe über den Stein drüber, wird er super aggressiv wieder, der Blackstone oder eben der Standardstein. Ich sagte nicht bei der Diamantscheibe. Also vielleicht didaktisch nicht perfekt, das jetzt mit der Diamantscheibe so zusammenzusetzen. Also Diamantscheibe, absolut tabu. Nur so ein kleiner Tipp, wie man sich das Leben einfacher machen kann. Ja, schauen wir mal kurz, ob wir die ersten Fragen schon haben. Das ist gerade mal in den Schlafmodus hier gegangen. Ganz kurz nochmal aufwecken hier. Und jawohl, noch keine Fragen. Erstmal hallo an alle, die eben hier auch gegrüßt haben. Ja, ich würde sagen, mit dem Matthias fangen wir gleich mal an. Jetzt. Mit einer Drehröhre. Das ist so immer das wichtigste Werkzeug. Und wir haben ja hier die Rezeptur drauf. Die Emma hat es vorhin ja schon mal kurz gezeigt. Da haben wir drei Einstellungen. Das heißt 2, 75 und A. Das heißt A. Hier drauf haben wir nämlich zwei Löcher, das Loch A und das Loch B. In dem Falle also Loch A. Und hier haben wir auch das nochmal drauf, wenn wir schauen, Bowl Gouge. Mal schauen, 2 und 75 A, das wären also 40 Grad hier vom Werkzeug her. Und das könnte ich hier theoretisch auch abmessen. Und dann gehen wir einfach auf das Loch A, hier drauf, legen das so auf den Stein. Es geht die Emma von der Seite oder von der anderen Seite. Ich zeige es mal kurz auf der anderen Seite. Ich habe hier einfach zwei Markierungen gemacht, dass man wirklich sieht, wie die sich drehen, dass man auch perfekt auflegt, weil man sehen will, dass sie sich drehen. Mein kleiner Tipp ist, immer raus aus der Maschine zu gehen. Ich weiß nicht, Matthias, willst du das machen? You can show it, so I explain. Yes. So, always from the machine outside is much easier to control. And then we want to see that both are rolling. Let's make just a mark here for to see that they're rolling. Dann sieht man es deutlicher, dass die rollen. Dann ist der Abstand perfekt. Dann fixiert man die Universalstütze. Und dann kann man sich das ganz einfach neben die Maschine legen. Der Vorteil ist nämlich hier auch so eine kleine Nase, das rutscht nicht weg. Und dann haben wir hier drauf drei verschiedene Abstände. Ihr seht also 55, 65 und 75 mm. Das ist also der Ausstich. Und da haben wir die 75, einfach von vorn bis zum Anschlag ranhalten und festschrauben. Da haben wir den zweiten Parameter und den dritten Parameter, das war die Nummer 2. Das heißt, das ist hier unten. Wenn man Matthias aufmacht, dann kann er also hier Rasterfunktionen einstellen. Und da, man kann also das auch im Schlaf machen.
darf ich ganz kurz auf die Null zurück? Ich mache das meistens so, selbst wenn, also, wenn man das manchmal ein bisschen schlecht sieht im Werkstattlicht, ist ganz einfach die 0, 1, 2 und dann ist es auch schon wieder klar. Das sind also, man hat es schon im Gespür, man braucht es nicht mal richtig sehen. Und dann sollte das eigentlich passen. Wenn wir das jetzt draufsetzen, schauen wir mal. Und schön von der Seite sieht man, liegt wunderbar auf der Phase auf. Und im Abrollen gibt es dann perfekt. Ist es gut? Perfekt. Super. Dann schleifen wir einmal kurz drüber und schleifen das. Zeigen, wie das geht. Wir schleifen jetzt also auch hier mit der Schleifrichtung. Wir fangen auch immer auf der Seite an, wie der Matthias es schön gezeigt hat, und gehen rüber einfach komplett. Mit der Hand machen wir den Druck und mit hinten der Hand führen wir ganz einfach. Also nie von hinten vordrücken, weil auf der Diamantscheibe wollen wir keinen hohen Druck, weil sonst geht die Scheibe auch kaputt. Der Diamant soll schneiden und einfach Material greifen können. Und man sieht auch ein bisschen an der Wasserführung auch schön, wo wir aufliegen. Weil wenn jetzt Matthias zum Beispiel drückt, mit einem halben Kilo oder einem Kilo, gerade so bis die Fingernägel weiß werden, das reicht vollkommen aus. Und jetzt auf der Seite habe ich eine viel größere Phase, als jetzt von in der Mitte. Das heißt, wenn er nämlich hier von aufsetzen würde mit hohem Druck, dann schleift er hier von mehr weg als an der Seite und dann gibt es einfach eine komplett andere Form. So, man sieht auch, er hat genau die gleiche Phase erwischt hier. Eine kleine Vertiefung, wahrscheinlich ein kleiner anderer Durchmesser gewesen. Aber in der Regel, ich sage 3-4 Mal hin und her und das Ding ist fertig. Okay. Dann entsteht auf der Innenseite der Grat. Den wollen wir natürlich auch jetzt abnehmen. Und das machen wir dann hier unten, hier auf meiner Seite rüber. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir das freihand oder wir gehen mit der Universalstütze rüber auf die andere Seite. Und dann nehme ich genauso auch einfach den wieder auf das Loch A rein und stelle das neu ein. Da muss ich aber auch nicht komplett mit beiden auflegen. Das reicht, wenn ich also ein bisschen Abstand unten sogar habe, weil ich muss nicht die komplette Phase polieren. Das reicht also einfach, wenn ich im Prinzip hauptsächlich von in einem relativ flachen Winkel den Schleifgrat wegnehme. So. Und dann zieht man ganz einfach die Phase von außen ab. Kann man das so machen. Und immer ganz gut, wenn man das zuerst macht, statt die Innenseite abzuziehen als erstes. Weil der Schleifgrat, der bildet sich auf die Innenseite rein. Der wird im Prinzip jetzt am Ansatz unten abpoliert und dann bricht er leichter ab oder verschwindet, weil wenn wir jetzt zuerst innen reingehen würden, reißt er weg und ich würde meine Schneide wieder im Prinzip stumpf machen. So, ich würde sagen, jetzt zeigen wir das gleiche auch nochmal kurz freihand, weil ich muss es ja sowieso rausnehmen, die Drehröhre, und dann machen wir das kurz freihand und dann im Prinzip einfach auf und dann folgt man einfach von der Schneide. Je nachdem, wie man es gewohnt ist, ist es also absolut auch möglich. Und wenn wir dann rübergehen, jetzt die Innenseite abziehen, da fange ich immer so ein bisschen an, weiter oben und ziehe da so mal ein paar Sekunden, poliere erstmal die Innenseite raus, weil je feiner ich die Innenseite rauspoliere, desto feiner wird meine Schneide in der Zukunft. Weil die Innenseite ist ja im Prinzip die Schneide, ja, in der Zukunft. Ich nehme ja die Phase von weg und die Schneide ist hier oben auf der Innenseite, also der Flut im Prinzip. Kriegt eine wesentlich bessere Qualität hin. Und wie man sieht, er zieht jetzt einfach tangential zurück. Also wenn er ein bisschen schräg hält, natürlich weiter vorne. Wenn er komplett horizontal halten würde, wäre 12 Uhr oben, also der höchste Punkt. Der Punkt, um das rauszuziehen, weil ich will ja nicht weitergehen, weil sonst wird es wieder rund. Und dann alles super. Schön scharf.
So einfach und schnell geht das. Das heißt, heute so wirklich, wenn das Werkzeug da liegt, ist es eigentlich jetzt, haben wir es natürlich ein bisschen verstellt. Ich stelle es mal ganz kurz wieder zurück, solange Matthias das Werkzeug sauber macht. Auf das Loch A. So. Eine kleine Idee zu viel. So. Weil das liegt ja alles soweit bereit. Wenn man jetzt drechselt und merkt, es haut nicht mehr richtig, dann geht man ganz einfach kurz her. Ich mache es mal ganz kurz. Nur vermeint mal, wie schnell das geht. Ihr nehmt das Werkzeug her, das stimmt. Zack, rein. Abstand. Festmachen. Das ist ja auch schon eingestellt. Und dann viermal rüber und abziehen. Dauert, wie gesagt, keine 30 Sekunden. Also da ist auch wiederum das Geheimnis, weil viele Angst haben vom Schleifen. Das ist so ein notwendiges Übel. Macht es euch einfach zur Gewohnheit. Lieber öfter schleifen als einmal zu wenig, weil je öfter ihr schleift, desto mehr macht es Spaß beim Drechseln, desto besser ist das Resultat beim Drechseln und ihr schleift im Endeffekt gesamt weniger, wie wenn ihr zu lang wartet und dann einfach lange schleifen müsst. Also wenn ihr das zusammen seht, ist das mehr im Endeffekt weniger. Jo, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier auch eine einfache Röhre, genauso mit dem Rezept drauf. Da haben wir allerdings noch eine zweite Phase drauf. Das kennt ihr sicher, wenn ihr jetzt eine Schade macht, wollt unten um die Kurve rum, ist hinten die Ferse im Weg. Hier haben wir jetzt ein bisschen was weggemacht. Man kann dann noch mehr wegnehmen oder vielleicht auch mehrere Phasen hinmachen, dass es also fast ein bisschen rund wird, wenn es einer möchte. Das ist alles möglich. Das im Prinzip genau normal einspannen, wie gehabt zum Schleifen. Das setzen wir mal dann voraus. Wenn jetzt angespannt ist, er hat schon geschliffen, jetzt gehen wir dann direkt auf die zweite Phase. In dem Fall haben wir hier die 65er im Ausstich, nicht die 75 bei der Röhre und bei der Form. Und haben auch zwei und das ist, right. Ja, das ist A, genau. Ja. Das heißt genau das gleiche, gibt aber ein bisschen eine andere Form. Und da ist es einfach so wieder drauf, jetzt haben wir geschliffen und jetzt macht der Matthias Folgendes, wenn nach dem Schleifen, wenn er fertig ist, er macht unten die Schraube auf am Werkzeug hier hinten und dann kann er einfach die gesamte Sache nach oben schieben. Und dann kommt er hinten genau einfach hier auf die Ferse hinten drauf. Man kann abschleifen, so viel er möchte. Wenn er noch mehr will, dann kann er einfach mit der Universalstütze noch ein bisschen weiter reingehen. Desto weiter er hochkommt auf dem Stein, desto weiter kann er hinten die Phase abschleifen. Also völlig einfach und simpel. Jo. Dann schauen wir mal kurz, was wir noch Fragen haben. Bis jetzt. Super, Mario, schöne Grüße auch an die Schweiz. Toll. Genau, jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage, dann zu den Schubröhren. Samsung, vielleicht können wir da die Frage dadurch gleich beantworten. Bei der Schubröhre haben wir ja zwei verschiedene Formen. Wir haben einmal die englische Form und die deutsche Form. Also im Prinzip hier ein Spindle-Gouge, wie man so schön sagt im Englischen hier. Oder hier die englische vom Profil her. Die deutsche, die machen wir auch in der SVD 186, liegt da. Da haben wir auch die Rezeptur drauf, B 55 und 2. Matthias spannt ein, genau, beziehungsweise erstmal den Abstand zum Stein einstellen auf das Loch B. Kommen ein bisschen länger ran. Ich kann ihm gleich verraten, dass auch die Rezeptur jetzt hier bei dem nicht ganz stimmt, weil wir jetzt ein paar Mal rum und umgeschliffen haben. Das ist also im Prinzip, ich schraube jetzt schon mal ganz frech einfach ein bisschen näher ran, weil der Winkel nicht exakt ist. Das müssen wir jetzt einfach mal wieder umschleifen auf die richtige. Wir haben da ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen näher rangehen. Ausstich 55 wieder drauf, das Loch 2 nach wie vor, oder die Nummer 2 hat er vom Winkel her. Jetzt schauen wir mal gerade vom, jawohl. Jetzt passt es ganz genau. Und hier bei der deutschen Röhre ganz einfach die gleiche Bewegung, ein bisschen zur Seite. Ich schalte mal ganz kurz die Maschine ein. Und wenn jetzt die Emma sieht, das vielleicht ein bisschen auch, es gibt eine ganz
je nachdem vom Licht her, wir sehen es hier, ich weiß nicht, ob es im Bild richtig ist, so eine kleine schwarze Linie gibt es hier auch vom Wasser her. Und das ist genau der Punkt, wo wir hier jetzt auflegen und schleifen. Man denkt jetzt, man ist schon am Ende, aber man kann wirklich sauber kontrollieren. Jetzt sind wir erst drüben. Vom Gefühl her oft hört man viel zu früh auf. Man will ja aber auf die gesamte Seite rausgehen. Wie gesagt, das ist eine schöne Indikation, wie weit man links oder rechts zu drehen hat. Okay? Dann nehmen wir jetzt einfach gerade mal die andere Röhre her. Gleiche Rezeptur. Ist auch, ihr seht, eine schöne alte Peugeot, über 100 Jahre alt, schwer. Genau das gleiche Werkzeug, mit der gleichen Rezeptur, aber völlig andere Form von. Das heißt, das mit jetzt leichter Spannung hier vorne geschliffen. Sieht man jetzt auch den Schleifgrad auch dran. Vielleicht sieht man so ein bisschen, der jetzt entstanden ist. Das ist die deutsche Schrubbröhre oder die deutsche Form. Und das ist jetzt als Profilröhre gedacht. Einfach die Flanken nur weiter nach hinten geschliffen. Ich gebe es mal rüber zu Matthias. In der Zwischenzeit kann er es einspannen. Wie gesagt, genau das Gleiche. Nur, dass wir jetzt von der Bewegung her nicht etwas enger halten, sondern wesentlich weiter rüber gehen. Jetzt einfach mal von oben sieht, wie man jetzt wirklich seitlich rüber gehen können. Aber von der Bewegung her. Beim anderen haben wir etwa hier aufgehört und hier gehen wir wesentlich weiter runter. Und in die andere Richtung genau das Gleiche. Somit kann ich also auch meine Form beeinflussen. Das heißt jetzt nicht einfach nur nach links und rechts gehen, sondern wirklich auf der Seite am Anfang mehr abschleifen, bis ich die Form habe, die ich möchte. Und da kommen wir jetzt gerade mal allgemein ein bisschen zur Form. I'm going to just show the shapes. Yes. Wenn ich jetzt hier reinschaue, seitlich, oder da sehen wir es vielleicht ein bisschen besser, weil da haben wir jetzt nur eine Phase drauf. Ich möchte hier eine gespannte Form haben. Wenn ich gerade reinschaue, will ich auch eine schöne runde Form haben. Sobald die zu spitz ist, wird es nichts. Oder wenn ich zu viel hier schleife in der Mitte, das heißt, passiert einfach, wenn ich zuerst hier aufdrücke, verteilt sich ja das Gewicht nur auf einen ganz schmalen Streifen. Das heißt, ich nehme hier mit der Zeit einfach mehr Material weg, dann bekomme ich so eine Form wie so ein Hörnchen auf beiden Seiten, eine Vertiefung in der Mitte hin. Das auf keinen Fall, weil dann kriegt ihr sofort auch wieder einen sogenannten Nürnberger oder verfangt euch im Holz und das haut euch das Zeug um die Ohren. Wie gesagt, eine schön gespannte Form, genauso auch von der Seite her, da sieht man, ja, dass es einfach so eingehalten ist und auch beibehalten soll. Weil ich möchte keine Vertiefung hier, wenn ich zu viel auf der Seite schleife, dann kriege ich so eine Ausbuchtung hier rein. Das heißt, ihr schneidet ja hier und da und dann verfangt ihr euch genauso. Wie gesagt, das auf keinen Fall. Deswegen ist zum Beispiel der Ellsworth-Anschnitt oder der Irish Grinder, wie auch immer, der eine Flanke hat, die sehr weit nach hinten geht. Dadurch natürlich die gespannte Seite wesentlich flacher wird, auch viel, viel aggressiver, dass es vielleicht für jeden Anfänger nicht unbedingt geeignet ist. Diesen Extremen, der war mal sehr populär, ist auch nach wie vor populär, aber es war mal ganz wild. Alle wollten Ellsworth-Anschliff haben für die schönen Späne, aber der ist halt sehr, sehr aggressiv, das muss man können. Wie gesagt, das ist, wie man einfach auch die Form beeinflussen kann, weil viele sagen, ja, ich mache hin und her und dann stimmt es einfach nicht. Also wie ihr genauso am Holz arbeitet und Form gebt, müsst ihr auch im Werkzeug die Form geben. Das ist also nicht nur getan, mit einmal links und rechts rüber zu gehen. Ihr kriegt eine schöne Geometrie hin, aber der Druck und die Dauer ist ja entscheidend im Prinzip, was er abschleift. Ja, jetzt gehen wir vom deutschen Schubreisen auf die englische rüber. Und zwar gibt es nochmal Matthias. Haben wir schon umgebaut, das heißt, wie gesagt, nehmen wir einfach das raus und spannen das hier ein. Oder alternativ, können wir nachher einfach kurz mal zeigen, das geht hier genauso auch mit der SVS 38, aber wie gesagt, wer ein Drexler-Paket hat, da ist es nämlich nicht mehr dabei. Außer er hat das dann und möchte halt einfach jetzt, wenn er den geschlossenen Sitz drin hat und nicht immer umbauen möchte, wenn er Meißel hat, kann er die auch hernehmen. Und da ist es genauso Rezeptur hiervon drauf. Ich zeige mal aber eine andere Methode. Also wenn ich jetzt keine Rezeptur habe, ich sage, ich bin happy mit dem Winkel, was von drauf ist, dann nehmen wir jetzt einfach mal mit unserem Atomic Edge Marker die Methode. Um wie ich den Winkel oder die gleiche Phase finden kann, indem ich das jetzt ganz einfach einschwärze. Da spielt also der Ausstich keine Rolle. Das einfach nur Werkzeug einspannen,
halt nicht zu knapp, weil sonst kommt er hier mit dem nachher auf dem Stein drauf. Und dann einfach über den Abstand schauen, wie man auflegt, von der Seite reinschauen, bis es optisch soweit einigermaßen gut aussieht. Und jetzt zieht er einfach über den Stein drüber, der Matthias, und dann sieht er, wo er liegt. Das sah eigentlich ganz gut aus, aber man sieht, er hat jetzt sehr weit unten gekratzt. Das heißt, wir liegen einfach noch zu hoch. Er muss ein bisschen weiter raus, um noch ein bisschen. Man sieht, also es ist sehr fein einzustellen mit der Feineinstellung. Man kann er wirklich präzise, sauber den Winkel wiederfinden. Und dann einfach wieder arretieren. Und jetzt ganz einfach, soll ich einschalten? Dann schleift jetzt einfach rüber. Und jetzt, wenn man da rüber geht, sogar ein bisschen verrutscht wieder. Ich sehe es gerade von der Seite, wir müssen ein bisschen weiter rein. Matthias, darf ich ganz kurz? Ich sehe gerade, wenn er hat sich ein bisschen verstellt. Wobei jetzt beim Schubeisen ist es kein größtes Problem mehr, weil ja nur im Prinzip vorne mit der Schneide arbeite. Und wie gesagt, beim Abziehen die nächste Frage oft, die auftaucht, soll ich abziehen oder nicht abziehen bei der Schrubbe, weil wenn ihr jetzt vorne an, habt ihr Rinde, habt Sand, habt Schmutz dran, wenn ihr jetzt das so richtig von dem Holzstück rausgeht, dann fliegt der sofort weg. Allerdings, wenn ihr jetzt in den feineren Bereich reingeht, da solltet ihr dann schon abziehen, weil ein bisschen schwarz in der Mitte ist eine Vertiefung, was auch eine Indikation ist, dass einfach der Durchmesser jetzt von der anderen Scheibe, wo er vorher geschliffen wurde, anders war der Durchmesser. Aber das wäre im Prinzip jetzt noch ein paar Mal drüber ziehen, auch dann weg. Aber vorne die Schneide haben wir eigentlich eine saubere trotzdem Phase. Also wie gesagt, hier in der Mitte war es tiefer, das heißt, wurde geschliffen auf einem Stein mit einem bisschen feineren Durchmesser. Aber im Prinzip, ihr seht jetzt trotzdem hier komplett super eine Phase. Es ist hauchfein hier nur. Ist auch schön scharf. Man spürt deutlich den Grat. Wenn man den mit der Hand spüren kann, kann man also wirklich bis zu einem Mikron runter kann man einen Grat spüren. Also sehr, sehr fein. Auf der Lederscheibe ganz normal abziehen oder dann außen. Wie gesagt, wenn er fein arbeitet. Jetzt auch so eine kleine Geschichte, wenn ihr vorne reinschaut. Hier ist ein bisschen gerade und hier ein bisschen gerade runter zu. Also nicht komplett rund. Hat einen Vorteil bei diesen Schrubbröhren, dass wenn ihr jetzt drechselt oder einfach schrubbt hier, fahrt ihr grob rüber und dann, wenn ihr die grobe Arbeit gemacht habt, habt ihr fast wie so ein Meißel hier, ist es gerade. Könnt ihr nämlich wunderbar dann hier so drüber fahren und sauberen letzten Schliff mit drauf machen. Deswegen wird gern hier viel geschliffen, dann wird das Feld es auch nach hinten zurück, weil was ihr ja wollt, ist auch, ich nehme mal das kurz her, ihr wollt ja hier auch eine saubere Form zusammen haben. Weil wenn ihr dann hier zu viel schleift und es nach rein geht, dann verfangt ihr euch ja mit der Seite, mit der Flanke. Das ist also auch wichtig, immer schön gerade bleiben. Ja, schauen wir mal, ob wir soweit jetzt noch ein paar Fragen haben. Ja, also Hans, die Frage jetzt erstmal, wie lange ein Eisen scharf bleibt nach dem Schleifen. Ich sag mal, es geht ein paar so Faktoren dran. Wenn ihr natürlich jetzt am Anfang seid und habt wirklich noch ein bisschen Sand und Schmutz und so weiter im Holz, habt ihr Hartholz oder ein weicheres Holz, ist ja auch nochmal entscheidend. Das kann man ein bisschen einen Kompromiss machen, je nach durch den Winkel. Allerdings ist die Frage auch des Druckes, wie er arbeitet. Ist der Schleifgrad dran und der wegbricht, wird es auch ein bisschen schneller stumpf. Deswegen, also unsere Empfehlung ist im Prinzip immer abziehen, desto länger hält auch der Anschliff. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr oben die Schneide habt
und der Grat weg ist, oder der Schleifgrat, habt ihr eine saubere Linie, schneidet besser. Wenn ihr den Grat dran lasst, der abbricht, dann habt ihr oben solche Zähnchen. Das heißt, es ist wesentlich stumpfer schon das Eisen und nutzt sich auch dadurch natürlich schneller ab, weil dann die nicht im Verbund stehen, die Zähnchen unten dann einfach ausbrechen. Aber wie gesagt, einfach total am Anfang mit dem ganzen Schmutz ist es fast irrelevant, dann wird es halt einfach mal schneller stumpf. Aber dann auch, wenn ihr weiter reinkommt, abziehen, macht einen Riesenvorteil. Und eben auch, da kommt ein bisschen das Können wieder ins Spiel. Bei Anfängern werden die Eisen, vor allen Dingen auch Meißel, schneller stumpf, vor allen Dingen die Spitzen. Je besser ihr von der Drechseltechnik seid, desto länger hält auch wieder ein Eisen scharf. Das ist alles so, also Material, Können, mit Grat, ohne Grat, Holztyp, das sind so die Faktoren, die einfach ein bisschen die Standzeit von der Schneide beeinflussen. Also es ist schwierig zu sagen, aber in der Regel hält es schon in dem Moment, wo ihr merkt, es reißt im Holz oder es schneidet nicht 100% sauber, kurz drüber und dann läuft es dann auch wieder, macht ja auch viel mehr Spaß, vor allen Dingen, es bricht nichts weg, weil der Druck wird ja auch größer, je stumpfer das Werkzeug wird. Jo, was haben wir hier? Martin, die genaue Rezeptur für deine Drechseleisen. Gehen wir ganz kurz nochmal in die Kiste hier rein. Das heißt, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, ihr habt hier die Profiltabelle dabei. Die gibt es auch dann auf der Homepage auch zum Runterladen. Das heißt, hier habt ihr für die Aufgabe, die ihr habt, was ihr schleifen wollt, drechseln wollt, habt ihr hier die Erklärung dazu. Dazu habt ihr hier die Einstellung und entsprechend, das sind die Gerade, die ihr wollt. Oder euer Freund sagt euch, pass auf, für das und das brauchst du 40 Grad. Dann kannst du hier einfach hergehen und sagst, okay, 40 Grad, das ist die Einstellung, dann kriege ich das hin. Die Flanke aber vom Design her wird ein bisschen beeinflusst, aber muss ich auch gleich dazu sagen, von der Flut, also von dem Inneren her. Da gibt es die mehr oder weniger ein bisschen so rund sind. Und dann gibt es welche, die sagen wir, so eine Art Sinuskurve haben, die unten ein bisschen spitzer zulaufen. Oder fast so wie eine Art U-Form, die relativ gerade an der Seite sind, also weniger so gerundet sind. Das beeinflusst natürlich in Kombination auch wiederum von der Materialstärke. Habe ich einen Boden, der wesentlich dicker ist und dünnere Seiten? Oder habe ich das relativ gleich stark außenrum? Das beeinflusst ja auch ein bisschen so die Phase, wie die aussieht außenrum. Da kann ich einen Tipp geben von Glenn Lucas, das Schleifvideo oder die DVD. Unheimlich viel wichtige Informationen drin, um Werkzeuge auch richtig zu schleifen und richtig die Form zu haben. Und wenn dann halt die Rezeptur habe, einfach direkt wirklich Rezeptur drauf und dann ist es ein Kinderspiel. Da brauche ich dann nicht mehr nachdenken, welchen Winkel, welchen Grad, sondern ich habe ja alles drauf mit den drei Einstellungen. Ich hoffe, damit deine Frage hier, Martin, beantwortet zu haben. Muss ein Zusatz ins Wasser von Diamantscheiben? Jawohl. Und zwar deswegen, das ist ein Stahl, rostfreier Stahl, der wäre zu weich. Wären die Scheiben auch viel, viel zu teuer. Das heißt, diesen Rost tröge oder träge, nicht tröge, das wäre schwedisch, Rost träge, Wort ist ziemlich ähnlich, ja. Aber die rosten. Deswegen das Rostschutzmittel rein. Ihr braucht das Wasser aber ja dann nicht wegkippen. Erstens habt ihr hier ein Magnet in der Wasserschale. Ich zeige es mal der Emma, fahr mal kurz runter. Läuft rein. Sieh die Emma das in der Kamera? Das Material sammelt sich jetzt hier unten an, am Magneten. Und somit, der Magnet sitzt hier, so spült sich das auch ganz schnell ab und sammelt das Metall hier im Prinzip im Wasserbehälter. Der sitzt hier außen dran, der Schaber. So, da fahren wir dann wieder rein und hoch. Somit kann ich das Wasser einfach kurz durch einen Kaffeefilter in ein Marmeladenglas, Deckel drauf, zugeschraubt, einfach wieder aufbewahren und dann kann ich das nächste Mal wieder hernehmen. Das heißt, ich muss es nicht jedes Mal wegkippen, das Wasser. Und vor allen Dingen, es schützt also nicht nur die Diamantscheibe hier, das Mittel, sondern auch eure Werkzeuge. Wenn ihr altes Werkzeug habt, so wie das hier, das ist Werkzeugstahl, ihr seht, das ist ein bisschen rostiger, schützt euer Werkzeug auch.
Vor allen Dingen die anderen HSS-Stähle, die sind ja auch nicht rostfrei, sondern die sind eigentlich mehr oder weniger rostträge. Und wenn ihr dann irgendwelche Harthölzern arbeiten oder mit hohen Tanninen, verfärben die sich auch und rosten genauso und sind aggressiv. Und das schützt auch euer Werkzeug dazu. Also es ist nicht nur für jetzt die Diamantscheibe, sondern auch für eure Werkzeuge. Und wie gesagt, sparsam, bin Schwabe, Kaffeefilter in einem Marmeladeglas. Dann spart ihr da auch. Okay, Martin, du hast eine ältere Maschine, du hast noch keine Übersichtstabelle, kein Problem. Die kann man runterladen bei uns auf der Homepage. Ich kann dann heute oder wenn ich dann morgen spätestens, kann ich unten drunter den Link in die Kommentare mit reinlegen, wo ihr das runterladen könnt. Überhaupt kein Problem, gibt es da als PDF. Ja, dann haben wir momentan keine weiteren Fragen. Dann gehen wir weiter. Kommen wir zu den Abstechern. Nee, Entschuldigung, zu schnell gegangen. Jetzt kommen wir zu diesen ganz kleinen, wie mein Kollege sagt, den kleinen Racker, die kleinen Biester. Wie man das macht. Matthias hat hier schon umgebaut, das heißt ganz einfach das rausgezogen, rausgeschraubt aus der Halterung. Einfach hier das ausgetauscht, das weggemacht. Dann steckt er das rein, glaube gerade andersrum, oder? Ist einfacher, andersrum, Matthias. Ich mache immer den Fehler selber. Sorry. Von der Seite her. Weil sonst liegt man zu nah am Stein dran. Also immer das lange zum Stein hin. Da kommt man ein bisschen weiter weg. Fehler mache ich auch immer. Dann gibt es den kleinen Sechskantschlüssel. Wenn man oben das nicht aufgeht, die kleine Schraube. Und dann, da gibt es standardisierte Durchmesser. Solange er das jetzt einfach hier oben drauf schraubt, ich halte mal den Imbusschlüssel gleich schon mal für ihn bereit. Da kann er das dann anziehen. Dann zeige ich hier auf der Emma auf der anderen Seite, wenn sie rüber, if you just change the angle hier. Dann zeige ich dann nochmal ganz kurz hier, ihr seht, gehen wir mal das rüber von Matthias zum Festmachen. Ihr habt hier solche Absätze drauf, das sind 8, 5 und 4 mm. Das heißt, verschiedene Werkzeuge haben verschiedene Durchmesser, aber das sind die drei Standards, die da zur Verfügung stehen. Und somit passen alle drei, also 8, 5 und 4 mm oben drauf. Setzt sich da einfach fest. Ja, Matthias hat es angespannt. Und dann nehmen wir ganz einfach auch wieder unseren Marker her und machen die Faser ein bisschen schwarz, damit dass wir wissen, wo wir drauf liegen. Und dann auch immer, wie man sieht beim Einspannen, die dickere Seite nach unten, einfach angepasst hier zum Stein, ansonsten schleifen wir es gerade andersrum. Er schaut jetzt gerade mal auf den Winkel, stellt es entsprechend ein, kratzt ganz einfach auch so ein bisschen in die Farbe rein, damit dass man sieht, dass wir sauber auf dem Winkel auflegen. Und dann auch beim Schleifen selber, wenn man es dann richtig anlegt, dann bisschen nebenbei immer, weil das so, es ist also enorm wie minimal im Prinzip gleich eine komplett neue Phase dann ranbringt. Nochmal ein bisschen nachmalen. Dass man dann sieht, wenn man ein paar Mal geschliffen hat, dann weiß man nämlich nicht mehr, wo man was abgekratzt hat. Und ganz kleines bisschen. Nee, es ist nur so ein kleiner Haarspitze. Das ist einfach live. Manchmal dauert es länger und manchmal, ich habe letztes Mal einen Tag drauf und dann passt das. Das ist also, ist alles möglich. So, wenn man dann jetzt schleift, ich drehe mal ein, ganz kurz. Wenn er jetzt hier einfach dann rumdreht, dann kann man hier den Druck ausüben, hinten dreht er. Und dann
lasse ich auch ein bisschen Druck nach, in dem Moment, wenn ich aufhöre zum Drehen, weil sonst schleife ich einfach eine gerade Fläche hin. Und man sieht also wirklich, wie hauchwenig, aber trotzdem auf der gleichen Phase abgenommen wird. Wenn ihr jetzt einfach eine Tropfenform habt oder Vierkant habt, dann schleift halt eine Seite, dreht weiter auf die nächste Seite. Einfach der Form nachgehen, überhaupt kein Problem, ob dick oder dünn. Ist absolut ein Kinderspiel, seht ihr, wie sauber und schnell das geht. So, das ist ja dann auch super, das ist richtig schön, wenn man hier reingeht, dann bleibt man gleich dranhängen. Simpel, schnell und einfach ist der dann auch geschliffen. Und ja, genau, das, was ich vorhin sagte, beinahe drüber gesprungen wäre, gehen wir dann zu den verschiedenen Abstechern und Meißeln hier. Im Prinzip, egal wie, ihr seht so, und dann gibt es natürlich die Abstecher, die Eisen, die sehr, sehr dünn sind und breit sind, also sagen wir es wie so eine Klinge. Die haben dann unten eine große Faser und oben nur so eine kleine Nicker drin zum Abstechen, so ein Abstechmesser genau gleich zu schleifen. Alles im gleichen Prinzip. Ich wollte es bloß mal nur zeigen, wie es aussieht. Dann ist es wichtig, dass wir hier oben, ich lege mal ein bisschen was weg, das nicht rund wird beim Schleifen. Und da gibt es einfach ein paar Tricks, was man da beachten soll, dass es nicht passiert. Ich würde sagen, haben wir einen offenen, ja genau, Papier schraubt so lange den zusammen. Dann zeige ich das auch hier kurz vorm Einspannen, wie es funktioniert. Unten den Fuß einfach auch wieder gerade. Matthias, willst du es machen? Von die abgeschnittene Seite von wo Tormek draufsteht, das ist dann immer von zum Stein. Ganz einfach einspannen, in der Mitte unten zentriert, von oben die Schraube. Ganz einfach runterdrehen und einklemmen. Dann kann man das dann entsprechend ein bisschen ausrichten, dass es sauber unten in der Mitte gerade drauf steht. Dann steht es nämlich da auch hundertprozentig im Winkel hier drin. Und wenn man das jetzt hier unten anlegt auf der Universalstütze, da sieht man, dass wir jetzt fast richtig liegen. Man müsste jetzt einfach rein optisch jetzt gesehen schon mal ein bisschen näher rangehen, fast ein bisschen wieder zu weit. So, und dann machen wir das genauso wieder schwarz mit dem Edding. Brauchen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht komplett durchführen. Ich weiß nicht von der Zeit her, wie wir liegen, wenn da Fragen kommen. Ach, wir haben noch 8 Minuten, deswegen, Zeit läuft dahin. Aber wie gesagt, einfach auch wieder einschwärzen, dann beim Schleifen. Und jetzt nicht den Fehler machen, speziell jetzt bei dem hier, der einfach jetzt ein bisschen dünner ist sogar. Nicht hin und her fahren. Also wenn jetzt Matthias das mal so hin und her fahren würde, mal optisch, was passiert? Bei der Bewegung macht man automatisch so ein bisschen eine Bewegung in die Richtung und auf dem Weg zurück macht man eine Mikrobewegung, ich übertreibe jetzt mal, in der Form hin und her. Und wenn man das ein bisschen jetzt aus dem Winkel sieht, wie es Emma zeigt, dann wird man sehen, dass der hier oben rund werden wird, wenn man dann so hin und her geht. Was wir machen, ist ganz einfach, Matthias zeigt es, weil hier hat man bei dem ja noch eine schöne Auflagefläche. Bei dem ist es schon ein bisschen weniger, da kann man aber schön kontrollieren, dass er sauber aufliegt. Und dann geht er einfach rüber und nutzt auch den Stein oder die Scheibe in dem Fall hier gleichmäßig ab. Beim Stein wäre es natürlich genauso wichtig, dass man gleichmäßig abnutzt und nicht einfach eine Spur reinschleift mit der Zeit. Und damit kann man das auch wunderbar kontrollieren, dass es vorne sauber gerade ist, speziell auch bei dem. Und hier läuft es genau das Gleiche und hier haben wir sogar eine Rezeptur drauf geschrieben, das ist ein Ausstich von 75 und mit dem Loch B, das ist genau wieder der Durchmesser. Oder man macht, wie gesagt, die Edding-Variante oder mit unserem Tormek Edge-Marker einfach schwarz macht. Das ist einfach das Einfachste. Auch beim Bedan, der einfach nur eine Seite hat, oben gerade ist und nur von einer Seite flach ist, genau das gleiche Prinzip, halt wird halt nur auf einer Seite geschliffen. Jetzt kommen wir zu der Spezialität. Meißel. Der Meißel, da gibt es immer so ein bisschen Probleme und da gibt es, man sagt einfach mal eine kantige Variante und dann einfach diesen Ovalmeißel und den Ovalmeißel haben wir sogar dann noch in der Form, der einfach hier jetzt nochmal eine geschwungene Form ist. Da haben wir auch die Rezepturen drauf. Ich gehe mal den rüber schon mal zu Matthias zum Einspannen.
Hier ist bei dem, solange er einspannt, erkläre ich hier, wichtig zu beachten, die sind in der Regel von Hand geschliffen. Das kann sein, dass manche Seite mal ein bisschen feiner ist und dann, ich nehme mal so einen geschlossenen Sitz her. You can just fix it. Ich dann jetzt hier kurz mal so zeige, dass hier unten, wenn der, hier passt der gerade rein, aber es gibt dann welche, die unten ein bisschen feiner sind. Dann kann das ein bisschen hin und her wackeln. Also das ist zu breit. Einfach ein Korkscheibchen, ein Streichholz oder ähnliches unten mit reinlegen, das einfach fixiert ist, damit das der also hier nicht in der Halterung dann schräg liegt, weil das wird ein bisschen schwierig, dann schön die Phase zu erreichen, weil wenn der nicht 100% im parallel drin liegt, nur ein bisschen schräg drin liegt, dann kriegt er eine komplette zweite Phase drauf. Das war ein kleiner Tipp, weil die bei den Handgemachten ist das manchmal ein bisschen ungenau. Da wirklich drauf achten. Und beim Einspannen jetzt, was Matthias macht, einmal schaut mal so über die Schulter. Immer die Spitze gegenüber der Schraube. Dann ist er auch schon mal richtig. Den Ausstich hat er jetzt mit 55 genauso. Halt noch mal ganz kurz hin, die 55 hier mit der Spitze und den Abstand, also nicht die kurze Seite, sondern wirklich die lange Seite draufhalten. Dann hat er das und jetzt die Winkel haben wir 25 Grad und wenn man den einstellt, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, je nachdem wie man reinschaut, kann ich ein bisschen höher oder tiefer liegen und da hat jeder so ein bisschen seine Angewohnheit und die muss er dann natürlich auch permanent beibehalten. Was ich mache, ich schaue, weil das hier eine flache, plane Fläche ist. Solange ich die Fläche sehe, gehe ich halt dann so weit runter, bis ich wirklich flach drüber schaue. Dann habe ich exakt den Winkel. Und das, wie gesagt, muss man dann immer ein bisschen haben. Dann haben wir das Loch B wieder. Ein bisschen ran. So, und dann legt er auch wieder sauber auf. Und dann kann ich hergehen, wir haben ja irgendwo so eine Linie, glaube ich, mal drauf gemacht. Entweder ihr macht die mit so einem Winkelchen drauf, die Linie, oder, das ist, wenn man da keinen zur Hand hat, einfach anlegen und dann kann man sich hier genauso so eine Linie kurz anzeichnen. Weil wenn ich jetzt den Grad nicht habe, dann kann Matthias, macht das mal kurz auf und verstellt das. Und dann kann ich hier mit der Linie rangehen und dann könnt ihr genau sauber entlang der Linie das Werkzeug andrehen. Ups, bin ich hinten angekommen. Seht ihr, wie das läuft? So, und dann lege ich einfach rüber, bis ich sauber auf der Linie auflege. Dann habt ihr exakt auch euren Winkel wiederholt. Und dann kann man dann einfach hier an der Skala ablesen. Und dann einfach die Gradzahl ans Werkzeug übertragen. Somit habt ihr also auch da die Möglichkeit, wenn ihr einen bestehenden Meißel habt, die Gradzahl nicht wissen, einfach ablesen. Ja, und dann ganz einfach schleifen rüber und über, denn schön die Phase abnutzen, oder den Stein, die gesamte Fläche. Und dann, weil es ja zentriert ist, einfach umdrehen. Wenn das umdreht, turn around, the other side. Und die andere Seite schleift, dann genau das gleiche hier auch wieder. Dann habt ihr beide Seiten. Bisschen im Eiltempo. Schleifen wir nicht durch, aber wie gesagt, Einstellungen, die wichtigsten Sachen, einfach so ein paar Tipps und Tricks da. Genau das gleiche jetzt mit dem ovalen Meißel, der dann noch die gespannte Form hat. Genau das gleiche wieder einspannen gegenüber von der Spitze. Den Ausstich, ups, legen wir da kurz hin. Da hat er einen langen. So, genau. Jetzt zeigt einfach wie ich jetzt die geschwungene Form hinbekomme, zeigt jetzt einfach der Matthias über
die Schräge, also ihr seht, die hat eine gerade Seite und eine schräge Seite. Und die schräge Seite, das ist unser zentraler, also der Mittelpunkt von dem Radius. Und beim Schleifen, if you just show how to do it. Ich hoffe. Ja. Das heißt hier, das ist der Drehpunkt, der ist fest. Und dann dreht man einfach das Werkzeug dazu. Und jetzt wird es natürlich schwierig, wenn er es mit einer Hand macht. Ich zeige es mal von meiner Seite, dann steht es, you're not in the way for the camera, for Emma. For if you, wenn man nämlich zu weit geht, seht ihr hier, dann falle ich runter. Und das will ich halt vermeiden. Ich will wirklich so weit bis dahin und dann liege ich auch von komplett, das reicht schon. Weil wenn er zu weit rumkommt, dann macht er nämlich, wird so rund noch. Dass ihr also wirklich nur hier in der Bewegung drin habt, dann ist es absolut kein Thema. Da muss man also wirklich Kontrolle haben. Da drauf und stopp hier. Und dann kriegt ihr die hin und auf der anderen Seite exakt analog drauf. Hier der Drehpunkt. Dann kriegt ihr das auch hin. Ihr könnt dann auch sogar ein bisschen hin und her fahren hier, wenn ihr einen relativ breiten Meißel habt, um die Seite komplett mit zu erwischen, damit dass ihr die Bewegung hinbekommt. Jo. Und natürlich genauso abziehen wieder auf der Lederscheibe. Das machen wir auch freihand hier, wie beim Stecheisen auch oder einfach von hinten ran, bis ihr auf der Phase aufliegt und auch abziehen. Und da immer euch angewöhnt, wenn ihr geschliffen habt, auf der Seite, wo ihr geschliffen habt, die auch zuerst abziehen, weil der Grat liegt ja auf der gegenüberliegenden Seite. So poliert ihr den nämlich von hinten durchweg, wird die Schneide auch wesentlich feiner, weil ihr den dadurch einfach wegpoliert und nicht abbrecht. Hält die Schneide dadurch auch länger. Ja, gehen wir zu den Schabern über mit der 100 SVD 110. Und bei einem ganz normalen Meißel, dann nehmen wir her den Winkel hiervon, machen wir einfach schwarz. Im Handbuch steht es jetzt auch von der horizontalen Position aus, was wir ja hier haben. Und da gehen wir einfach halt so weit ran, dass wir halt wirklich nicht jetzt dann auf den Stein auflegen oder auf der Scheibe, dass man da jetzt einfach, ja, Matthias zeigt das am besten, wie es aussieht, da kann doch wirklich ein bisschen näher rangehen. Genau. Aufhalten, flach. Und genauso analog, wie wir das bei den anderen hatten, den Winkel hersuchen. Und noch ein bisschen. Kleine Bewegung mit viel Effekt. Ganz ein bisschen höher wahrscheinlich, ein bisschen. Ja, so. Little bit more. It's hard sometimes. So. I think just to this looks good. Yeah. There you go. And then just now you see your distance is no problem, but even if you would change now the distance, it doesn't change the angle. You can just go closer to the stone. You have better control. The far, Entschuldigung, es war auf Englisch. Je näher man an den Stein rankommt, desto besser habt ihr auch die Kontrolle. Ohne dass ihr jetzt den Winkel verstellt durch die Entfernung, macht ihr überhaupt nichts aus.
Und weil ihr habt jetzt die Aufwärtsbewegung. Erstens zieht euch, wenn ihr den Grat beim Schaber möchtet, zieht euch einen schönen Grat hier rauf, was er da gewünscht ist, was optimal ist. Und dann hat man schöne Kontrolle, mit der Hand hier einfach aufdrücken und hier geben wir hinten einfach, soll ich mal einschalten? Schnelle Start Machine? Yes. So. Und dann kann man einfach wirklich komplett der Form nachgehen. Und durch die Bewegung, wie gesagt, zieht es den Grat hoch. Und wenn man jetzt natürlich sagt, okay, gut, ich möchte jetzt, es gibt auch welche, die keinen Grat möchten, und das jetzt auch vielleicht ein bisschen kompliziert finden von der Bewegung, gibt es auch eine andere Möglichkeit. Oder Angst haben, dass der, wenn man hier den Druck nämlich verliert, dann wandert das Werkzeug nämlich auf einmal hier hoch und dann verändert es ja den Winkel. Was man dann machen kann, ist ganz einfach, ich will jetzt schau mal ganz rüber, sich, muss man einfach nur umdrehen, von hier oben rangehen kann. Es gibt also auch da die Möglichkeit, ein bisschen nach oben, kann man das gleiche exakt analog den Winkel über die Position finden und dann kann man das hier oben rangehen, weil da bekomme ich ja die Bewegung hier dagegen. Steifgrad wird allerdings feiner, muss man sagen, in der Position, aber da drückt es mir automatisch ran. Da gibt es die zwei Möglichkeiten. Was auf jeden Fall eigentlich fast ein Muss ist, wenn ich jetzt so eine Form habe von dem Schaber, weil da habe ich ja noch eine gesamte Rundherumphase und da brauche ich ja im Prinzip das ein bisschen von der Bewegung her an der Seite. Halte ich einfach hier mit dem Daumen dran und dann geht man einfach komplett, folgt der Bewegung bis rüber. Das ist exakt, einfach der Form nachgehen, überhaupt kein Problem. Also gehen auch solche Schaber. In allen Formen, wie gesagt. Oder jetzt gibt es natürlich auch jetzt von Glenn Lucas hier, den zwei Phasen drauf haben. Und der ist groß und der ist schwer. Den kann man leicht auch aus der horizontalen oder von beiden Positionen machen. Schleifen. Irgendwann mal muss ich ja hier die untere, die zweite Phase auch mitschleifen. Da gehe ich einfach in den anderen Winkel ran, flacher, und dann kann ich die genauso unten abschleifen. Genau analog der Färbung, weil dann sieht man wunderbar, wo man was weggeschliffen hat. Also überhaupt auch kein Thema. Wer jetzt zum Beispiel hier nur eine scharfe Kante möchte und keinen Schleifgrat, der kann sich das natürlich dann hinterher genauso hier auf der Laserscheibe abziehen. Da kriege ich das genauso ohne Grat hin. Und da kommen wir ein bisschen so die Frage immer, Grat oder kein Grat. Beim Schaber ist es eine Sache, der ist ganz gut. Für feine Sachen ist es vielleicht besser, wenn man den Schleifgrat wegmacht. Allerdings bei Röhren oder ähnliches da oder bei anderen Werkzeugen sage ich grundsätzlich weg mit dem Grat. Die Diskussion kommt immer ein bisschen auf. Es gibt keinen so einen richtigen definierten Standard in der Branche. Da wird viel vom Vater oder vom Großvater auf den Vater, auf den Sohn weitergegeben. Früher war das einfach so, der Grat, der schneidet. Da hat man das Material gehabt. Heute habe ich das Material. Wenn ich die zwei Materialien mal grob vergleichen würde, das ist wie ein Kaugummi und das wäre wie ein Würfelzucker. Das heißt, von der Seite her, der Grat hier, der ist wesentlich poröser, gröber, der ist viel feiner, ein bisschen wie eine Folie. Und bei den alten Eisen, da war das oft so, da schneidet der Grat besser, aber hier, der bricht er mir mehr ab. Das heißt, die Materialien haben sich verändert, die Eigenschaften haben sich verändert, aber das Wissen, das ist immer eigentlich noch hier stehen geblieben. Da liegt einfach immer ein bisschen auch die Diskussion, Grat oder kein Grat. Generell kann man sagen, prinzipiell, je weniger Grat dran ist, desto besser ist die Schneide, desto langlebiger ist die Schneide, was wir vorhin auch schon mal kurz gesagt haben. Schauen wir noch mal ganz kurz, wenn wir ein paar Fragen haben. Phase geschnitten. Genau, das haben wir, das, die Phase, gerade haben wir gerade besprochen. Ja, dann die Frage, Diamantscheibe zur T4, gibt es ein Datum? Es gibt kein Datum, muss ich ein bisschen noch enttäuschen. Da werden wir noch ein bisschen warten müssen, aber wie gesagt, wir überlegen und tun und machen. Das ist leider nicht ganz so einfach, das aus dem Ärmel
wenn es passen soll und richtig sein soll, aus dem Ärmel geschüttelt. Die feine 250 auch für Messer geeignet, also für normale Küchenmesser, kann ich hernehmen. Das Schleifbild, obwohl es, sage ich jetzt mal, mit 600 eigentlich feiner sein sollte wie auf dem Standardstein mit 220, ist ein bisschen aggressiver. Man müsste dann also einfach noch ein bisschen mehr rauspolieren, vielleicht auch mit der 200er, mit der DF oder DE, der extra feine mit 1200er Körnung drüber gehen. Optimal für keramische Küchenmesser, da ist das einfach so hart, da ist es wirklich schwer, irgendwas zu schleifen. Das ist optimal, wirklich mit der Diamantscheibe herzugehen. Habe ich auch schon geschliffen. Ich persönlich, das ist ein bisschen Gefühlssache und Präferenz. Ich ziehe da den SG-Stein für Küchenmesser vor, weil ich den auf 1000 Ronda bringen kann und dann super rauspolieren kann mit der Paste. Oder wenn man es dann noch weiter treiben will, auf einer Diamantscheibe. Geht aber auch überhaupt kein Problem, weil machen wir ja auch mit unserer professionellen T2 auf der gleichen Körnung mit 600. Geht absolut genauso. Nur wer natürlich wirklich eine spiegelblanke Fläche möchte, ohne irgendwelche Schleifprofile, der sollte sich dann auf den Stein konzentrieren, nicht auf die Diamantscheibe. Super Mario, geht gleich in die Werkstatt, geht gleich los. Noch eine Frage zum Elstos Grind auf der T4. Genau, richtig gut, Samsung. Die Sache ist ganz einfach. Wenn ich jetzt auf, darf ich ganz kurz? Mit der alten Vorrichtung, der SVD 185, sind es 25 mm und da habe ich auch eine breitere Hülse hier drauf. Und bei der T3 oder bei der T4 habe ich ein Problem beim Elsworth Grind, weil da komme ich hier sehr flach. Ich spanne jetzt mal nur einfach zu kurz zur Verdeutlichung ein Eisen ein. Ich habe jetzt keine Dame mit dem Elsworth Grind. Ich stelle auch jetzt nicht mit dem Ausstich ein oder ähnliches vom Winkel her, sondern nur kurz zum Demonstrieren. Weil ja bei der T4 ein Zentimeter weniger in mir zur Verfügung steht, habe ich immer ein Problem gehabt, weil die Hülse hier, die zu lang war, etwa hier zum Stehen kam. Und wenn ich dann, kam ich rüber außerhalb, also aus dem Stein hier raus, konnte ich nie mehr schleifen. Hier die Seite ist kürzer, deswegen musste man den Elsworth Grind immer bei der T3 und der T4 mit der alten Vorrichtung von oben schleifen. Nur da bin ich natürlich sehr, sehr aggressiv gegen den Stein unterwegs. Und dann kann es ein bisschen zu Vibrationen beim Schleifen kommen. Jetzt bei der 186 haben wir einfach das schmäler gemacht. Das heißt, hier komme ich auch mit dem Elsworth Grind, weil ich ja näher hier rüber komme, da kriege ich genauso wieder diesen Zentimeter, der mir hier vorne verloren gegangen ist, weil ich draußen lag, komme ich jetzt weiter rüber auf den Stein. Also mit der neuen Vorrichtung kriegt den Elsworth Grind auch auf der T4 bzw. der T3 hin. Wie gesagt, ab der 186 mit dem etwas schmäleren Hülse, kein Problem. Auch auf der T3 oder T4. Dann haben wir, ist immer gut, Helmut, wenn man was dazu lernt, Leben lernt man immer wieder dazu, auch ich nach wie vor. Manchmal auch gute Tipps von euch, wo wir auch wieder was dazulernen. Immer ein Geben und Nehmen. Das YouTube-Filmchen, was wir jetzt gerade machen, ist unmittelbar direkt hinterher. Das dauert vielleicht ein oder zwei Minütchen, ist das dann direkt draufgeladen. Ist es dann sofort wieder nachsehbar, könnt ihr vorwärts, rückwärts nochmal anschauen und so weiter. Absolut kein Problem. Welche Diamantscheibe empfehlen für die Arbeit? Also für den normalen Schliff jetzt im Holzdrechseln. Die feine DF 250 mit 600 Korn, was wir jetzt hier auch haben, absolut ausreichend. Wenn einer richtig ein Top-Drechsler ist, super Technik hat, wo die Werkzeuge nicht so schnell stumpf werden, der manchmal wirklich fast nur ein bisschen nachziehen will, geht auch die extra feine, die 1200. Aber wie gesagt, das reicht für 99% voll aus. Die grobe Scheibe wirklich nur zum Umformen, nicht zum Schleifen. Das einfach nur zum Material abtragen. Auch für diejenigen, wo das vielleicht mit der groben Diamantscheibe zu lang dauert oder die haben einen Schleifbock zu Hause und das schnell gehen wollt, soll zum Umschleifen, da gibt es die Möglichkeit mit der BGM 100. Das ist im Prinzip eine Universalstütze mit einem Metallblock, der exakt Höhe alles justierbar ist, mit Anleitung natürlich passend zum Schleifbock. Da wird das mehr oder weniger am Schleifbock seitlich montiert,
Beim Doppelschleifer auf deiner Seite hat man auch noch die zweite Möglichkeit. Kann dann im Prinzip seine Werkzeuge mit den Vorrichtungen mit der gleichen Rezeptur vorschleifen. Das heißt einfach Material abtragen, mit dem Risiko natürlich auch, selbst wenn man sehr, sehr vorsichtig ist. In der Schneide, die ist dünn, die verglüht auf jeden Fall. Aber dann gehe ich, wenn ich das vorgeschliffen habe, wirklich Material abgeschliffen habe, rüber zum Schärfen, dann auf die Tormek. Und dann kriege ich dann einfach noch die Schärfe hin, mit der gleichen Rezeptur, die gleiche Geometrie. Das kann sein, dass man halt die ersten paar Mal öfter schleifen muss, weil es halt schneller stumpf wird, weil die Vergütung einfach verloren gegangen ist, weil es ein bisschen angelaufen ist. Aber sobald das dann mit der Zeit weggeschliffen ist, dann geht's dann auch, werden die Intervalle dazwischen auch wesentlich länger. Also das geht also auch. Einfach mit der BGM 100, wie gesagt, die Möglichkeit dazu, das weiterzumachen. Dann haben wir soweit, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Jetzt haben wir auch schon 15 Minuten wieder überzogen. Genau wie beim Englischen, 1 Stunde 15. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Danke, Matthias. Danke. Und dann beim nächsten. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach nochmal drunter knallen, dann antworten wir unter die Tage. Dann viel Spaß und tschüss aus Lindesberg.